Hi ho und herzlich willkommen hier in Joraikos Staubstube zu Pokémon Reborn. Es ist der 2. Mai und wir haben 26 Grad im Schatten. Puh, hallo Klimawandel. Und was ist da besser als ein eisiger Berg hier oben in der Reborn-Region? In einer Stadt, die wir unbedingt wieder mit Lebensmitteln versorgen bzw. von Blake bzw. Team Meteor befreien müssen. Ich habe aus irgendwelchen Gründen nur 5 Pokémon dabei. Das ist interessant. Dafür gibt es sicherlich eine hochwissenschaftliche Erklärung. Aber für den Moment möchte ich Sarah wieder. Die ist für das Bevorstehende vielleicht genau die Richtige. Und das ist ein Satz, den ich nicht oft sage. Okay. Cool. Ja, wir machen weiter in Blakes trostlosem Apartment. Wie gesagt, Blackbox, hi, du bist nicht angesprochen. Ja. Kann sein, dass ich heute eine eher kurze Session mache, also vielleicht so 30 bis 40 Minuten maximal. Falls es mir bis dahin, weil ich bin schon etwas erschöpft und habe auch noch einen Termin. Und wenn ich dann bis dahin merke, puh, die Hitze zieht, ich fange wieder an zu haspeln, dann machen wir vielleicht mal einen etwas kürzeren Part. Aber wir können heute ja vielleicht Blake so richtig in seinen gefrorenen Hintern treten. There has to be something somewhere that can lead us to her. Maybe we should ask around outside more. Ja, hier, ich fange an zu haspeln. Das war's. Pokémon Reborn, ciao, bis zum nächsten Mal. Maybe we should ask around outside more. Ist aber auch ein seltsamer Satz. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ja, wir suchen nach Heather. Wo hat Blake sie versteckt? Das miese, miese Schwein. Okay, let's think. There has to be some way to find her, right? He said she was locked up. So where could someone possibly hide a girl in a place like this? Shelly. It's Blake! He's still here! I'm not Blake. It's me, Cal. Ist das so viel besser? Er hat jetzt blaue Haare. Cal! Oh. No, no. I'm sorry, I'm... Shelly, wait. Yeah. You don't have to be scared. I'm sorry for what happened before. I let my anger get the better of me and hurt you. No, I was really stupid. I should have known that it wasn't exactly the same. There's no use in telling yourself things like you should have known. That would just give me an excuse where I don't deserve one. I hurt you. You should be upset with me. Nothing I do will change the past, and I don't expect your forgiveness. So I'm just going to focus on what I can fix. The future. Okay, Cal. Das ist eine gute Charakterentwicklung, eine gute Einsicht. Schöne Rede. Punkt. Ja. Guter Typ. And if you can't stand me, I would greatly appreciate your help. Of course. But, just one question. What is it? Why is your hair blue? Shelly, read the room. Here I thought it was a serious question. I was serious, but it's... it just looks... My hair is naturally this color. Or something close. I had dyed back. Why? It seemed like the thing to do. That's all. I spent most of my life trying to do everything in response to my porter, including my Pokemon type. Ice, fire. Dyed my hair to be different from his, tried to join both the Reborn League and Team Meteor to one-up him. Wait, you what? You didn't know about that. Don't be alarmed. I've left that behind. I was a walking mistake. I was trying to be someone better than my porter, when I should have just been trying to be myself. Und so. So I'm fixing that. Going back to myself. Having my natural hair color is weird, but it's fine. After all, blue flame burns even hotter. Schon
shots fired. That also means that I need to stop Team Meteor as much as anyone else. So don't be afraid, alright? Alright. If you say so. Thanks. Ach, die beiden. Die brauchen wirklich eine Umarmung. I'm glad we had the chance to meet again like this. Come to think of it, if we'd have been just a few minutes off, this might not have happened. I'm guessing you were just speaking to my brother. Yeah, he locked up Heather and we need to find her. That's not all. I overheard him radioing Team Meteor for backup. Ja, das hat er wahrscheinlich auch direkt vor der Tür gemacht. Warum nicht einfach mal 5 Meter weitergehen, wenn man es direkt vor der Tür machen kann? Hey, Team Meteor, backup! They are dispatching an air unit here, right now. Huh? Oh no! He's trying to give them the ring! Right, I don't think I need to explain why that's not a good thing. And not a good wing. What do we do? We still have to find Heather and stop him at the same time. It's me, not you, Cole. Right, your friend with the elements. Didn't you also say that she was in the Elite Four or something? Ja, aber was heißt das schon in diesem Spiel? Offensichtlich sind die Elite Four alle Turnbeutel, Laura oder korrupt, Bennett. Yeah, you remember. Was ist das eigentlich schon wieder für eine Elite Four? Ein kleines Mädchen, Laura, die auch nicht ganz koscher ist? How does a girl that young get into something like that? Well, I think I remember that her mom used to be part of it a long time ago. Also auch korrupt! Mich wundert nichts mehr in dieser Region. So I guess she proved she was good enough to take over. We could use her strength. She can fly out and deal with the air unit, leaving us free to chase down Blake. We get him, take the wing, and then when the air unit comes in late, thanks to Heather, I'll take out Solaris myself. I owe him a thing or two. But we need Heather for that. Yeah, I have a feeling I know where she is. You do? I grew up in this place too, so I know all about it. Check out Blake's apartment. Look very carefully and there should be a hidden passage of some kind. Really? That's crazy! We used it a lot when meeting with Team Meteor. But I'll bet he's changed the security on it since then. So I'll leave that to you too. In the meantime, I'm going after Blake. I'll need to slow him down. Are you both clear? Investigate Blake's room and find the hidden passage. Who put you in charge? Let's go, time is short. Okay, time is actually not short. We have all the time in the world. So, Heather's supposed to be locked up here somewhere. If what Carl says is true, there must be some way to open a secret passage. Just like in a mystery novel. Okay, let's start looking. Checked under the bookshelves. Nein, in einer guten Mystery Novel kommen keine geheimen Passagen vor, die nicht vorher erwähnt wurden. Das ist die heilige Mystery-Regel des Knox. Könnt ihr ja mal googeln, wenn euch das interessiert. Check the trash can. Huh, found the head of the key. Oh, natürlich hat er seinen Schlüssel hier in 10 Teilen versteckt. Wer würde das so tun? Und natürlich gibt es ja auch noch ein Zahlenrätsel. Looking closer, there's a number labeled on the pot. 4. Got the program disk. Wow. Cool. Ico found 3 coins. Ist ja ein nettes kleines Minispiel. Muss man den Entwicklern ja lassen. 1, 4, 1, 4, 1, 6. Queen. Southwest, Northeast, Southeast, Northwest, schätze ich jetzt mal. Queen. Okay. It's full of food, but nothing else suspicious. Check the bookshelf. A piece of paper is sticking out from between 2 books. 5, okay. Ja, das wird nicht leicht. Moment, hier haben wir die Reihenfolge und da haben wir die Zahlen. Cool. Können wir zusammensetzen, das krieg sogar ich hin. Hier ist übrigens das Essen, das Blake den Bewohnern abgezogen hat. Hier, das sind die Vorräte. Die Vorräte, das miese Schwein. Check the seat cushions. Ico found 1 coin, danke für nichts.
Checked the drawer, found the handle of a key. Fit the handle together with the head. Got a completed key. Checked the book. It's blank except for one page. Okay. Checked under the bed. Better not let Shelly see these. Oh. Porn magazines. 3. A computer tower. Doesn't seem to be powered. Computer monitor. No input. Input from source. Okay, dann bräuchten wir wahrscheinlich Strom, ne? Ja. Aber wie kriege ich denn die Source an? Dann jetzt die Frage. If you're looking for Blake Whittaker, you will find him on the top floor. No, I won't. Er ist hier buchstäblich rausgelaufen und es ist unmöglich, dass du das nicht gesehen hast, Lady. You are a bug. Ja gut, aber was mache ich denn jetzt mit den Zahlen? No input from source. Ja, wie power ich das denn? Schon wieder? Okay. Nee, das erste Mal. Ja, da verliert mich das Minispiel langsam wieder. Moment, wir haben doch jetzt eine CD. Nee, können wir leider auch nichts machen. Schade, ich dachte, das funktioniert. Ja gut, dann weiß ich nicht, was das Spiel von uns will. Ein recht unintuitives Rätsel, möchte man meinen. Wie so viele in diesem Spiel. Schade. Ah, okay. Hab nichts gesagt. Use the completed key. The cabinet unlocked. There's a power cable sitting in the cabinet, but nothing else suspicious. Okay. Ja, hab nichts gesagt. Funktioniert. Plugged in the computer with the power cable. A computer tower. A CD drive is open. Insert the program disk. A computer monitor. Enter password. Okay. Southwest 3. Wir haben im Nordwesten eine 4. Fehlt mir aber, glaube ich, auch noch eine Ziffer. Ja. 5. 8. Jetzt fehlt mir noch die zweite Stelle. Call of Shooting. It looks dumb. Mhm. Also muss ich die zweite Zahl jetzt raten. Kann das sein? Das wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber schon etwas billig. Aber ich habe es wahrscheinlich nur übersehen bisher. Look at this. Ah, danke, Shelly. Do you think it means something? Ich wollte gerade sagen, dass du so nutzlos bist wie immer, du kleines Dreckstück. Aber bist du offensichtlich nicht. Danke, meine liebe Freundin. 508-3164. Completed. An der Stelle, also ganz nettes kleines Rätsel, fair. An der Stelle möchte ich einmal sagen, dass niemand, und ich meine wirklich niemand auf der Welt, weder in Weborn noch auf der echten, noch in einer anderen fiktionalen Welt, in seiner Wohnung ein Rätsel, ein Mechanismus so designen würde. Mit den verschiedenen Seiten überall. Niemand würde das jemals machen. Dazu gibt es keinen Grund, abgesehen davon, dass es ein Minispiel ist. Just ein bisschen Suspension of Disbelief, kein Problem, aber niemand würde das jemals so machen. Completed. Huh? It moved. Ja, man hätte das Regal auch einfach zur Seite ziehen können, aber gut. Aiko, look! You found it! I feel like we should have been looking for a door with a number 9 on it or something. Anyway, let's go! Have us waiting for us. Ja. Okay. Das ergibt auch nur so mittelviel Sinn. Ich meine, wie schweinekalt muss es denn hier drin sein? Okay. Ich meine, ich fände es auch ganz geil, einen Eisberg, eine riesige Eishöhle mit einem fantastischen Panorama-Wasserfall hinter meinem Wohnzimmer zu haben, aber let's be honest here for a second. Es wäre nicht praktisch. Ba, 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 ba,
Come on. Was soll das denn? Danke. Hübsch. Einen netten kleinen Balkon hat Blake sich hier auch erschließen können. Hi, Snubber. Bye, Snubber. Aber welche Location hier genau haben Blake und Co. denn jetzt für ihre Team-Meteor-Sitzungen benutzt? Weil hier draußen werden sie ja wohl nicht gesessen haben. Und in dieser kleinen Hütte? Ich glaube nicht. Na gut. Heather, can you hear me? Or would you respond even if you're called? No, never mind. It doesn't matter. We have to get this door open. But it's locked. Did we really come all the way up here just for nothing? No, we have to have faith in her. Heather! Heather, can you hear me? Stupid Blake. Stupid Dad. Stupid Mom. Why did you have to leave me alone? I'm so sick of this. I'm always alone. If it's not one thing, it's another. Stupid Blake with his lies. Oh sure, Heather, I'll look after you. You can crash with me and we don't even have to have any rules at all. You can do whatever you want. Yeah, and I'll be locked up in a cage, liar. The only crashing we'll do is when I crash your face into the ground. Stupid jerk. This is the crack of life, Heather. All will break themselves on it, in time. Is that why you joined Team Meteor? To betray me and break me faster? Ugh. Oh. I hate this. I hate this. I hate Dad and I hate Blake and I hate being alone. I hate it. I hate it, 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 I hate it. But it's my fault, isn't it? I did this. I ran away. I blocked everyone out. I'm sorry. I'm so sorry. Die Szene ist neu in Episode 19. Ich finde die sehr stark. Das ist eine wunderbare Reflexion von Heather. Gab's vorher nicht. Cool. Heather. Huh? Heather! Can you hear me? Are you in there? Shelly! She's there! Aiko, she's there! What in the world are you doing here? We came to rescue you! Is there any way you can get the door open? If there was, I wouldn't still be in here. Oh, right. Sorry. No, I'm sorry. Can we try to break it down? I tried before and couldn't, but maybe together? Yeah, okay, hold on. Es ist schwierig für mich, die beiden Stimmen zu variieren. Heather, come on out. Hello? I can't. The door's still there. Not you, Heather. Sorry. Witzig. Das ist ein sehr guter Gag, denn wir wissen ja vom Kampf mit Shelly, dass sie ihr Haupt-Pokémon oder eins ihrer Pokémon Heather genannt hat. Das ist ein sehr guter, smarter Gag. Alright, Heather. Use ancient power. Tear that door off. Ja. Endlich macht irgendein Charakter in dieser Story mal was Logisches und reißt die scheiß Stahltür einfach mit einem Pokémon weg. Das sind magical, all-powerful beasts. Salamence, return. Oh. Heather, return. Thanks for coming for me. Of course, that's what friends do, right? Und wir sind doch noch Freunde, richtig? Yeah. I never was much of a friend, though. You were to me. You were all I had. You were all I had, Va. Shelly, I'm sorry. It's okay. Don't worry. Someone just told me that everyone makes mistakes. Nothing can change the past, but we can always fix the future. So I forgive you. I'd forgive him, too. Right. Thanks. You too, Aiko. I haven't been very nice, but you've done a lot for me. Hey, listen, we need your help. Blake stole your wing. Mom's wing. He has it.
Yeah, and he's trying to turn it over to Team Meteor. They are sending an air unit up here now to retrieve it, so we need to stop him. Duh, we do. What are we waiting for? I'm gonna knock his head off after everything he did. Bitte tu es, aber du wirst es wahrscheinlich nicht tun. Wir lassen ihn einfach entkommen. For locking you up? Who cares about that? For trying to starve an entire city? I tried to feed them secretly, 'cause that's what anyone will do, right? If they found where he was hiding the food... If they... Okay, das ist egal. Machen wir weiter. But then he caught me, and here we are. So I owe him big time. Speaking of time, Carl thinks we don't have much of it. Aiko, could you help him out? Natürlich. We'll be right behind you. Natürlich, ihr faulen... I just want to talk to Heather for a little bit. Sorry, ernsthaft? Das ist deine Entschuldigung, Shelly? Haben wir nicht später Zeit für Decompressing und Aufarbeiten? Yeah, for sure. Let's go smack a few of them out of the sky. Salamence can carry you. So, we'll meet you up on the peak, okay, Aiko? Good luck. Die ist literally ein Top-4-Mitglied. Und ich gehe vor. Diese Wurst. Ist ja nicht zu fassen. A switch, the machine opens the case. Who wouldn't? Flying memory. Ja, danke schön. Heather wouldn't. And Heather didn't. Schön. Ja. Wäre nicht meine erste Wahl des Wohnortes hier oben. Dafür ist die Hütte zu klein. Und ich frage mich immer noch, wo Team Meteor, Plague und Co. sich hier versteckt haben wollen. Was ist da oben eigentlich los? Ah ja, das kommt wahrscheinlich später. Wird schon seine Gründe haben. Okay. Cool, 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 cool. So, sie hat offensichtlich ihren Schmuck wiedergefunden. Und da sind die beiden Blue Boys. Enough already. Jeez, bro, I thought you used to be whiny, but please, miss me with that hippie effortful sand shit. Nothing I'm saying is for your benefit. You asked me a question, and I answered. Damn, lesson learned. Spare me the sermon. Look, tell you what, you can talk to that tree behind you. Wasn't that hot shit, guys? Guys. I promise you, it cares almost as much as I do. I, however, am a little bit busy, so peace. Wait. You know, I don't think I'll be doing that. But whatever other concerns or tragic life stories you have, I'm sure those two will be happy to indulge you. I'm outie! Okay, ich schließe mich an, schätze ich. Siehst cool aus, Kerl. Hast ja auch immer noch einen editierten Siegfried-Sprite. Okay, ich bin gerade schlecht gerüstet für einen Feuerkampf. Nonetheless, es funktioniert und Sarah hat ihren Job ganz vorzüglich getan. Hättest du nicht Arcanine angreifen können? Okay, Ice Beam, vielleicht schaffe ich das doch. Ja, ja, Sarah ist die Beste auf der Welt. Wunderbar. Cool. Sarah hält sich und hält sich und hält sich. Und hat sich wirklich lang genug gehalten. Kane und ich geben ein formidables Team ab. Und ich bin auch bereit, das so weiterzuführen. Ja, guckst du dumm, ne? Ja. Guckst du richtig dumm. Und Serena, die liefert hier richtig aus. Ja. Okay, jawoll. Da haben wir doch richtig viel Angriffskraft und da ist der Train Punch auf ein Normal-Pokémon doch die ideale Wahl. Ah gut, ich... Oh, Spielverderber. Ist okay. Guter Kampf. Ace Way. I think I'd have preferred the life story. Sure, no worries, we just needed to keep them busy anyway.
Jeder Team Meteor Admin, jeder Team Meteor Crunch, den wir in irgendeiner Basis, in irgendeiner hektischen Situation erwischen, hat diesen Text nur, um den Spieler nochmal zweifelsfrei wissen zu lassen, dass denen das ja sowieso total egal ist, dass wir sie besiegt haben. Sie sollten ja nur Zeit schinden und das haben sie geschafft. Dann wäre es natürlich eigentlich der logische Schritt, sie zu töten oder ihnen wenigstens alle Pokémon oder einen Arm abzunehmen. Um irgendetwas zu erreichen mit diesem Sieg gegen diese Terroristen, die uns wissen lassen, dass es ihnen scheißegal ist, dass wir sie besiegen. Aber das machen wir nicht, denn wir sind die Guten. Get out of here, already, chumps. I've put you behind me. So we've heard. Do you really think you will get away with it? Warum lasse ich euch damit away getten? Warum töte ich euch nicht? Don't act like that matters to you. Go on. As you wish. Until next time. Die taunten mich noch damit! Einmal der Böse sein dürfen. Thanks for your help, Aiko. But it looks like we have a chase ahead of us. Blake's heading to the peak to rendezvous. There's no way I'm letting him get there. Dieses, also Team Meteor als Organisation wäre längst am Ende, wenn ich jeden Quant und jeden Admin getötet hätte nach dem Sieg. Die wären längst am Ende. Die Operation wäre gescheitert. Die hätten kein Personal mehr, weil ich sie einfach alle weggestrahlt hätte wie Saphira. Es ist echt... Es macht halt keinen Sinn. Man kann sie auch ausschalten, ohne sie zu töten. Man kann ihnen auch einfach die Pokémon wegnehmen oder ihnen wehtun. Sie zumindest ein bisschen massakrieren. Ist das so soziopathisch, das so zu sagen? Nimm ihnen ein Bein ab. Dann sind die kein verwendbarer Teil der Organisation mehr. Haben trotzdem noch ein gutes Leben, aber bezahlen wenigstens ein bisschen dafür, dass sie, wer weiß, wie viele Menschen in den Tod gestürzt haben. Was ist denn hier los? Ah, Redshot, gut. So. Wisst ihr, das ist genau der richtige Zeitpunkt, mal ein neues Pokémon unserem Team hinzuzufügen. So. Ich hole jetzt tatsächlich Serena ins Team. Ja, sie ist auch ein Pflanzen-Pokémon, okay. Aber Serena ist auf meiner Liste der allerliebsten Pokémon. Ist sie ganz, ganz, ganz weit oben aus offensichtlichen Gründen. Ich meine, every day is leg day. Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. Sie kommt rein. Darauf habe ich lange gewartet. Und dann holen wir uns gleich noch ein neues Pokémon. Ist ebenfalls sehr weit oben, also wahrscheinlich in den Top 5, weil cute. Cuteness. Und deswegen holen wir sie auch noch rein. Das wird heute die Folge meiner Favoriten. Und hoffentlich performen sie auch einigermaßen. Ich werde ihnen mal eben das Staubstuben-Treatment geben und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Ein paar Minuten später. Und Bowsette und Riffle sind vorbereitet. Bowsette. Einfach aus dem Hintergrund, dass wenn ihr Super Mario World gespielt habt, Bowser in seiner kleinen fliegenden... In seinem kleinen fliegenden Gefährt, ne? Oder? Ja? Und Riffle ist einfach da, der Hintergrund, dass ich ja gerade auch Baldur's Gate 3 spiele und aus meinem Evil One, die Protagonistin, also mein Charakter aus meinem Evil One, heißt Riffle. Ich finde, das passt und das Pokémon ist mir so lieb, dass ich ihr diesen Namen zutraue. Die Shinies habe ich schon ausprobiert, die tun es nicht für mich, also das ist einfach fürchterlich, also wirklich, das ist wirklich schrecklich. Geht gar nicht. Dann lieber dieses elegante Grün. Und ja, hier ist es einfach eine etwas kitschigere Version ihrer normalen Farben, die völlig fein sind, finde ich. Attacken ein bisschen angepasst. Das passt. Dragon Dance, ha, cool. Ja, ist ein physikalischer Angreifer natürlich. Unsere Riffle. Und hier auch alles, was man so braucht. Cool, freue mich. Kann ich wieder kleines Kind sein mit meinen Lieblings-Pokémon. Jetzt aber los, wir wollen das heute noch schaffen. Mache ich doch wieder einen längeren Part. Ist halt so. Muss mal gucken. Ja, ich habe noch ein bisschen Spielraum. Muss jetzt aber schnell gehen. Gut, ich werde wahrscheinlich den Gipfel nicht mehr abschließen, aber ich kann jetzt noch ein paar Quants rund machen. Stop already. Yeah, okay, I'll just do that. You know, these guys are gonna keep on coming. Save yourself the time and give up already, bro. They keep on coming, weil ich sie nicht getötet habe. Okay, ich lasse das Thema jetzt sein, aber ihr denkt dran, ja? Tata for now. Arrogant as always. Let's do this fast. I agree. Devin und Sanchez, ja? An Sanchez erinnere ich mich noch. So. Gibt's erstmal eine schöne Leaf Blade.
Ja. Danke. Oh, die sind schon ein bisschen übler. Ein bisschen übler. Aber der Trainbunch, der könnte es tun. Ja. Hm, okay. Super effektiv. Interessant. Ja, so geht's auch. Wunderbar. Klasse, Refull. Danke dir. Ja, wir machen einfach weiter, ne? Gut, du nicht. Ich mach weiter. Wunderbar. Kelt, hätte ich gerne öfter als Partner. Bausette, du bist dran. Mein niedliches kleines Kindchen. Und sie hat natürlich die Fähigkeit aus Pokémon Sonne und Mond, dass sie das Feld immer in Psycho verwandelt. Das ist etwas OP, das werde ich bei Arena-Leitern voraussichtlich erstmal nicht einsetzen, wenn es anders geht. Das ist schon ein sehr mächtiger Effekt. Den man aber auch haben kann. Pizza Juice hat bei seinem Run einen Simsala regulär bekommen und hat da denselben Effekt. Also das ist also möglich. Das ist nicht komplett abwegig. So. Ja, gut performt. Haben beide sehr gut performt. Fantastisch. Kann mich nicht beschweren. Also wirklich. Wunderbar, ihr beiden. Und auch Cal. Hey, didn't you used to be on our side? Does it matter? He clearly isn't anymore. Think that's good enough for them? It'll have to be. Und wieder die Nachricht, wir wollten sie noch aufhalten. Alles egal. Let's get out of here. I'm freezing. You must be Heather. Yeah, Carl, right? Shelly told me about you. Look, there's a lot more of them in the air unit than I expected. I'm not sure which the main helicopter is, but one of them has their leader. Strahl sie doch alle in den Boden, das muss doch gehen. Yeah? Well, we'll just have to shoot them all down until we find him. That sounds like something I'm game for. Ja, bitte töte sie alle. Charizard, get ready. Solaris, I'm coming for you. Bitte töte sie. I'm gonna help. I dropped Shelly off a little further up, so meet up with her. Alright, Aiko. Good luck. Let's kick some butt. Let's kill some butt. Please. Okay. Cool, cool, cool. Red Hots. Swift King. Hi, Shelly. There you are. It seems like Heather's doing a lot better. Thank you for helping me with her. Anyway, she's behind you. She's trusting us to catch Blake, so let's get to it, okay? Ooh, where'd you guys come from? No, I won't be scared anymore. Okay. Geoff and Audrey, auch an die erinnere ich mich. Dumme Be. Wir benutzen Train Punch. Weefull, du bist ein Schatz. Ist einfach fantastisch. Du machst das wunderbar. Schön mit dem Train Punch wieder hochboosten. Jawohl. Die kriegt man nicht klein, die gute. Beziehungsweise die böse. In Baldur's Gate 3. Ja. Ist nicht aufzuhalten. Naja gut, wartet mal, bis wir auf der Spitze sind und Blake mit seinen Eis-Pokémon kommt. Dann wird das ganz schnell wieder ganz anders aussehen. Ja. Shelly lässt wieder nichts für mich übrig. Du hast deinen Dienst mehr als abgeleistet. Mhm, sehr gut. Serena, jetzt ist es an dir aufzuräumen. Und du hast es geschafft. Mhm. Sehr gut, Anna. Oh, sie hat jetzt einen Anna. Oh. Ach, ist das schön. Das ist doch mal gutes Storytelling über die Pokémon-Spitznamen.
einfach klasse. Mhm. Serena wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr ausrichten, ja. Gut. Ach, Kampf gegen Geist. Ah, die Schande. Ja, gut, dass mir das erspart geblieben ist. Danke, Shelly. So much for the element of surprise. I think my wing jammed. There, we did it. No difference to us at this point. Tada! Muss es nicht mehr kommentieren. Anyway, as I was saying, we should hurry. Blake could be getting close to the top at any time. Come on! Ja, ein paar Minuten kann ich noch. Mhm. Okay. Was gibt's hier? Ah. Ice Gem und Frostbrief. Dankeschön. Hopp. Telluric Seed, den werde ich in Zukunft gut gebrauchen können. Da geht's weiter mit der Story. Da ist kein verstecktes Item. Wir sehen das. So, es geht gleich gegen Blake, nehme ich an. Also wenn die anderen den nicht besiegen. Wobei, ich glaube, jetzt ist es noch nicht so weit. Aber nur um sicher zu gehen. You really don't know where to quit, do you? We'll quit when you give us back the wing. What a fascinating declaration. What do you think? What do you think, Mr. Quant? I think she needs some manners. We can teach them to her. You go on ahead, agent. Solaris has almost arrived. GG, easy. Stay frosty. Find's super, wie wirklich jeder Charakter auf seitens Team Meteor, außer Taka, das gestehe ich ein, außer Taka, absolut comichaft überzeichnet widerlich ist. Nervig bis zum geht nicht mehr. Hassenswerte Protagonisten, check. Hoffen wir mal, dass dieser Gamble funktioniert mit Call Mind. Ja, funktioniert. Einmal noch und dann unleashe ich the Dragon. Das ist bitter. Tut mir leid, Shelly. Tut mir leid. Ja, ich bin gerade nicht so sehr von Nutzen, aber das ist schon okay. Shelly macht das. Yes, let's go. Das ist gut genug. Und Kane, da ist er ja. Ach, ist das nicht wunderbar. Mit seinen roten Haaren, das muss wehtun. Das muss Kane wirklich wehtun, aber er ist da. Toll. Das Spitznamen-Storytelling bei Shelly ist sehr, sehr vorbildlich. Da ist der böse Kane. Müsste eigentlich blau sein. Das wäre doch eine gute Idee für ein Shiny gewesen. Ist vielleicht sogar so, aber dann hätten sie es auch eingesetzt. Okay, Ice Beam. Ja, schnappt ihr Kane. Der kann das ab. Ah, ärgerlich. Baxi, ohne Spitzname. Warum heißt die nicht Aiko? Ja, klasse, Sarah. Danke dir. Eine Sarah müsste Shelly sich jetzt auch bald zulegen. Wobei, nee, das war Anna. Für Anna spielt Sarah Mutter, nicht für Shelly. Shelly hat ja mich. Hm, ja, gut. Okay, jetzt wird's langsam ein bisschen eng. Gut gekontert, Shelly. Jetzt ist etwas Konzentration gefragt. Ich habe nicht vor, hier zu verlieren. Puh, sie hat noch eins.
sind halt einfach schneller als wir, ne? Das ist... übel. Shelly hält uns noch die Chance auf den Sieg am, Laufen. Oh, die haben noch eins. Kacke. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich wiederbeleben. Denn Shelly belebt ja nicht wieder. So, das ist das Handicap in diesem Kampf. Oh, übel. Übel, übel, übel. Okay. Ach, die Musik. Sehr gut. Das ist ein smarter Move. Jawohl, Shelly. Gute Partnerin. Gute AI. Bitte hab noch ein Pokémon. Bitte hab noch ein Pokémon. Ja! Noelle, da ist er. Es passt auch so perfekt zu den Charakteren. Gut ausgewählte Pokémon. Okay. Ja, wir müssen leider erstmal hier... Wobei, wenn es 1 gegen 2 wird, dann habe ich sowieso verloren. Ich muss jetzt ran. Scheiße. Ja, das wäre wichtig gewesen, dass der nicht trifft. Gut, das war auch wichtig. Aber der hat ja noch genug. Also, ich glaube, das ist... Ich glaube, der Kampf ist gelaufen. Ich glaube, das ist leider... durch. Ja, Shelly kann gerade mit ihren Käfer-Pokémon auch nur so begrenzt viel gegen diese Monster da ausrichten, denke ich. Sehr gut. I stand corrected. I stand absolutely corrected. Aber ich glaube, es ist trotzdem durch. Ja. Ja. Scheiße. Scheiße. Das ist ein harter Kampf. Ja, den verschieben wir aufs nächste Mal, tatsächlich. Das ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, aber das ist ein Full-Fledged-Bosskampf gegen die beiden Quants. Und dann kommt noch Blake. Das wird hart, aber schaffbar. Wenn ich bei den Pokémon ein bisschen rumswitche, kein Problem, machen wir. Kriegen wir hin. Guter Part, gute Charaktere, schöne Dialoge, schöne Kämpfe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.